meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Vlog. Ja, heute nehmen wir euch wieder mit. Was ist heute? Mittwoch, genau. Heute ist Mittwoch. Es ist schon ziemlich spät, schon 14 Uhr. Ich habe heute noch nicht gevloggt, weil mir ging es, bei mir immer so auf und ab. Also mir ging es, als ich aufgewacht bin, ein bisschen übel. Also war mir ein bisschen übel. Danach habe ich was Kleines gegessen, dann ging es wieder, dann war mir wieder übel. Also die ganze Zeit auf und ab. Ich habe dann immer die Zeit, in der mir nicht schlecht war, wirklich fokussiert genutzt, um einfach auch meine E-Mails mal zu bearbeiten. Weil da habe ich jetzt, glaube ich, so 4 Tage lang nicht reingeschaut und da hat sich einiges angesammelt. Und ja, habe dann irgendwie versucht, okay, jetzt vlogge ich, dann ging es mir wieder schlecht und es war die ganze Zeit. Ich habe auch einen extrem starken Speichelüberproduktion, deswegen der Übelkeit. Und das ist so unangenehm, wenn man spricht und es sammelt sich so ständig der Mund voll. Das ist richtig ekelhaft, das macht einem dann doch irgendwie übel, dass es noch mehr übel ist. Ja, wie ihr seht, ich sitze im Auto, ich warte noch auf den Papa. Wir gehen jetzt nämlich einkaufen. Bei uns ist nämlich morgen, der Donnerstag, ein Feiertag und wir haben, glaube ich, so einige Sachen nicht mehr wie Brot und so ein paar kleine Sachen brauchen wir. Ich muss mir auch noch so kleine Snacks kaufen, die ich immer zwischendurch so, ja, beißen kann, wie kleine Kekse, kleine große Kekse, irgendwie so Solette, die ist irgendwie so Knabbereien, dass die Übelkeit besser wird. Ja. Und wir gehen jetzt ein bisschen einkaufen. Der Papa versteckt sich. Zeig dich, komm, schau die Kamera. Der Papa hat sich heute den Bart rasiert, also getrimmt, aber unabsichtlich zu viel weggenommen. Ich schaue ja bis 17. Er fühlt sich so, ich finde es besser, wenn es noch kürzer ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn er so vollbärtig ist oder so wie ein Wikinger. Milchbubi aus mit kurzer Bart. Ja. Schaut aber süß aus. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, weil da war schon die Kamera kurz. Ich mache ein kurzes Vorher-Nachher-Shot. So, jetzt seht ihr. Also, was sagt ihr? Hören ihr den Papa besser mit? Vollbart oder? So, ich mag so. Ich will so süß aus. Ja, Papa, ja, das ist zu kindisch. Ja, kindisch. Welches Kind hat denn so ein Bart? Ja, wo gehen wir denn eigentlich hin? Merkur, oder? Ja. Ich will übrigens heute oder morgen, schauen wir mal, diesen Fischburger von McDonald's versuchen mal selber zu machen. Ich kann an nichts anderes mehr denken als an diesen Fisch, Filet-O-Fisch. Der Papa hat gesagt, vielleicht kauft er mir sogar jetzt einen, damit mir nicht mehr so schlecht ist. Vielleicht. Vielleicht kann ich ihn überreden. Ach, ich sag's euch, ich bin so süchtig nach diesem Burger. Yummy, yummy. So. Na gut, meine Lieben, wir gehen mal Essen einkaufen. Bis gleich. So sieht ein glückliches Mädchen aus, oder Frau, beziehungsweise bin ich schon 35. Weil, OMG, dritter Tag in Folge, Filet-O-Fisch. Also das ist nicht normal, wirklich nicht normal. Weil, ja, ich bin ein Mackie-Fan und McDonald's-Fan bin ich, das weiß man. Aber so dreimal hintereinander. Pommes mit Sour Cream, beste. Ich sag's euch, wenn die Übelkeit weggeht, während man isst, OMG. Das ist so gut, das fühlt sich so gut an. Und dieser leckere Fischburger, oh mein Gott, und diese Soße da drin. Und dieses Käsestück. Und der Geruch. Also, falls ihr ja gerade jetzt nicht was zum Essen habt und ich euch Hunger mache, dann, es tut mir leid, aber das ist so lecker. Was ist los mit mir? Einfach ein Traum. So. Da ich euch jetzt nicht voll schmatzen möchte, werde ich jetzt die Kamera ausmachen und meinen Burger genießen. So, meine Lieben, wir sind wieder zu Hause und wir chillen ein bisschen im Garten. Lara, lass ihn ruhig. Der Papa. Lara! Hallo. Was ist denn da? Alle schreien rum. Okay. Der Papa isst die Luisa auf. Baba! Isst du meine Uisha? Ha, Baba, Uisha? Isha! Ich habe mir auch bei der Apotheke so Schwangerschaftsvitamine gekauft.
Femi Bio. Ja, gibt nicht viel dazu zu sagen, haben einfach die jetzt genommen, weil es nur die gab. Übrigens haben mich einige gefragt, warum denn die Michelle in die Schule gegangen ist. Sie wollte zuerst nicht. Sie hat sich dann anders überlegt und hat sich sogar sehr gefreut, als sie gehört hat, dass in ihrer Gruppe nur ihre Freunde sind. Und dann hat sie gesagt, ja, ich gehe zur Schule. Ich habe Bock drauf. Weil wir hätten, also jeder hat die Wahl, auch das Kind bis zu Ende Schulende zu Hause zu behalten. Aber sie geht jeden zweiten Tag und außer morgen geht sie nicht, weil morgen ist ein Feiertag. Sie geht dann dafür am Freitag. Ja. Und beim Party wird es ein bisschen anders sein. Der Party wird immer 2 Tage Schule haben, dann wieder 3 Tage frei und so weiter. Ja, wir chillen jetzt ein bisschen hier im Garten, haben die Sachen ausgeräumt. Wir haben nicht so viel eingekauft, wirklich nur so ein paar Kleinigkeiten. Und viel Obst und Gemüse eigentlich. Ja, Obst und Gemüse, so frische Sachen einfach. Brot, Obst und viel Obst, viele eine Wassermelone. Erdbeere haben wir 2. Sollen wir die jetzt essen, die Wassermelone? Okay. Ich hol die. Ich kann dich nicht halten, Schatzi, beim Schneiden. Alle wollen jetzt Melone, als hätten sie... Ja, aber... Schau. Oh, alle Gott. Küssen den Baba. Es war meine Idee, Melone zu kaufen. Ach so. Danke, Mama. Danke, Mama. Danke, Mama. Danke, liebe Mama. Ich auch. Ich liebe dich, Tausi. Ich liebe dich auch, Tausi. Lisa küsst die Melone. Ist lecker. Lisa. Weh! Sie hat sie abgelegt. Ja, mein Gott. Weh, sie hat sie abgelegt. Oh, lecker. Ich mag auch bitte. Hier gibt's. Du hast ein kleineres. Thank you, Daddy. Bitte. Oh, ist ja wie süß. Meine ich hab das größte. Das größte? Mhm. Ist das lecker? Mhm. Mhm. Bubilein, genießt du dein Leib? Mhm. Ich will ein bisschen seine Rühe aufmachen. Aber sag mal, die Küken. Nein, essen die auch? Mhm. Die Küken haben auch Wassermelone bekommen. Ist so viel? So viel? No. Nein. Großküken. Großküken. Die Nestschaukel war eine gute Idee, oder? Kann der Party auch endlich schaukeln? Endlich. Mehr. Wie heißt das? Becker. Ich dachte, dieses Wort bitte. Sehr selten zu hören. Schau mal die Luisa, wie sie reinmampft, Papa. Langsam. Hey. Voll auf meine Hose. Mit voll den Melonen. Ja. Hast du ein Weh? Schaut mal, die Luisa hat ein Weh und eigentlich ist da nichts, aber. Oh ja, hier schon. Oh, aber ein Pflaster hilft, oder Luisa? Ja, aber das ist nicht Kroko. So. Und Luisa ist besser? Luisa ist jetzt besser. Schau, Papa. Ist das aber? Ist das? Ein Krokodil. Krokodil. Luisa, müssen wir ihr Schnauze waschen. Oder? Ja? So, meine Lieben, wir sind jetzt schon am Kochen. Ich mache Kartoffeln. Gekochte Kartoffeln. Und der Papa ist so lieb und bratet mir den Lachs. Für mich ist er ein bisschen schlecht. Ah, mir ist auch schlecht. Kann jemand für mich auch was braten? Von euch alle Zuschauer, gibt es irgendein bisschen gesundes? Ich bin gesund, ich habe halt nur Schwein. Ich hab Big Mac Bauchschmerzen, Entschuldigung. Du bist so gemein. Der macht nur Spaß, oder Baba? Schau, wie ich aussehe. Ich kann mich nicht in den Arsch nehmen. Ich mag dieser Baby-Baby. Was? Hund? Hund? Geh mal kurz mit. Zeig mir. Runter. Zieh mal runter. Machst du Michelle?
Sie mag zu Michel. Geh mal Tuss waschen, deine Hände waschen, du bist schmutzig. Und dann gehst du zu Michel, ja? Oh, sie wird diese Hose angezogen. Das ist süß. Ja, auf jeden Fall kocht der Papa, also er bratet mir dann den Lachs, hat er gesagt. Und dann kocht er noch irgendein Gemüse auf Lauf. Hat hier die ganzen Sachen, ein bisschen Melanzani noch und Zucchini schon vorbereitet. Und hier gibt es noch Curly Fries. Ja. Hallo meine Lieben, ich melde mich auch. Wir haben aktuell 19.30 Uhr. Stimmt, ich habe gerade nachgeschaut. Ich bereite jetzt das Abendessen vor für mich und für Patrick. Mir sind vom letzten Gericht noch ein paar Gemüse übrig geblieben. Ein bisschen Melanzani und Zucchini. Und ich habe mir überlegt, bevor ich das Gemüse im Kühlschrank liegen lasse und kaputt gehen, lasse mir was einfallen und heute Abend werde ich einen Gemüseeintopf kochen. Ich werde euch zeigen, wie das geht. Haltet euch fest. So meine Lieben, unser Abendessen ist fertig, schaut so aus, wunderbar, vitaminenreich und kann verspeist werden. So meine Lieben, 21.30 Uhr ist Dienstschluss, wir haben gegessen, es hat wunderbar geschmeckt. Wenn euch das Video gefallen hat, abonnieren nicht vergessen, Glocke einschalten, Daumen nach oben und bis nächstes Mal. Tschüss!